Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Allen voran Kevins Aquaristik. Ich habe jetzt mal dein Posting zum Anlass genommen, ein Video drüber zu machen. Wie hört man am besten zum Kiffen auf? Ja, wenn du so eine Frage stellst, dann denke ich mal, bist du ein chronischer Konsument, also rauchst schon sehr viel, über längere Zeit vermutlich und vielleicht auch noch den ganzen Tag über. Also, es ist wie mit allen Substanzen. Wenn du einen leichten Ausweg suchst und da leicht raus möchtest, brauchst du ein Substitut. Bei Cannabis empfehle ich ganz klar CBD. Ja. Gibt es ja überall mittlerweile legal zu kaufen und auch auf dem grauen Markt gibt es das. Ja. Wenn du rauchen möchtest oder vaporisierst, dann empfehle ich dir tatsächlich ein paar von diesen ganzen neuen CBD-Blüten, die es gibt. Ich weiß leider nicht genau, wo man die kaufen kann, aber im Internet wirst du schon fündig. Die schauen ganz genauso aus wie das potente THC-Gras. Ja? Haben auch Foxtails und schmecken auch ganz genauso. Also du kannst es echt nicht mehr unterscheiden. Nur die Wirkung ist halt anders, was halt CBD ist. Ich gehe ganz stark davon aus, dass dir das dann den Hunger und den Suchtdruck zumindest reduziert. Ja? Ich weiß nicht, wie oft du am Tag konsumierst, aber wenn es bei mir kritisch wäre, dann würde ich sagen, bei einem, der gleich in der Früh anfängt, vor dem Kaffee gleich, das erste Mal was raucht gleich und dann den ganzen Tag über Stoned ist oder High, je nachdem, was man halt konsumiert. Ja? Ob man jetzt sogar Indica oder Sativa, lastige Cannabis-Sorten konsumiert. Und ja, die erste Zeit wird auf jeden Fall dann also sein, dass du da schlecht schlafen kannst und vielleicht auch Schweißausbrüche kriegst. Ja. Und da sollte aber dieses CBD dagegen helfen. Ich will doch nicht von Knaller Fall aufhören, das ist unmöglich, weil sonst doch irgendwann nochmal wieder die Suchtdruck kommt. Aber wenn du anfängst CBD, ja, und nur am Abend nur noch ein Joint oder ein Bomb oder was du immer auch konsumierst mit deinem THC drin, damit du gescheit schlafen kannst. Und dann reduzierst du das auch nochmal, sodass es nur am Wochenende ist. Und du wirst sehen, dass du nicht mehr so viel brauchst und gleich schon nach der ersten Woche. Schon am Abend merkst du es, hey, ich brauche gar nicht mehr so viel. Und nach einer Woche merkst du, hey, ich brauche extrem wenig nur noch. Es ist sehr viel sparsamer. Ja. Aber es liegt aber an dir, dass du dann auch den Schritt gehst und machst und sagst, hey, jetzt gar nichts mehr mit THC. Überhaupt kein THC mehr. Und wenn du dann das drauf hast, dass du nicht mehr so berauscht bist, dann kannst du das CBD auch nochmal reduzieren. Und da gibt es dann auch Pillen, die man sich bei weiß ich nicht, Rossmann oder DM holen kann für knapp 38, noch was kostet, knapp 40 Euro. So eine Dose mit 300 Milligramm Pillen. Und ich denke mal, die werden dann länger beim Tag halten. Und dann kann man sich auch von diesem, ja, das, man hat ja auch Verhalten, dass man halt immer so bestimmte Zeiten hat, an denen man dann was raucht. Und dann gibt es halt diese Triggerpunkte, ne? Wie beim Zigarettenrauchen, wenn man aus der S-Bahn aussteigt oder U-Bahn aussteigt, sofort eine anzündet, oder wenn man aus der Fahrstelle aussteigt, sofort eine anzündet. Ja, es gibt halt so eine Dinge. Ne? Und dieses Verhalten kriegst du am besten dann weg, wenn du dir anstelle von einem rauchbaren CBD dampfbares CBD holst. Ja, dann dampfst du halt ein Zug, zwei Züge, nimmst du eins, das, mal, das keinen Geschmack hat, dann merkt es auch keiner, meckert keiner und bis du guckst, hast du auch das Verhalten weg. Ja. Mich würde es aber echt mal interessieren, Kevins Aquaristik. Ah, wieso willst du aufhören? Wie viel konsumierst du denn so am Tag? Und was ist das, was du sagst, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Was daran stört dich? Okay, alle anderen, die das Ganze hier anschauen bei mir und Bock drauf haben, mit Drogen aufzuhören, ich kann euch das nur ans Herz legen, macht's das wirklich. Und wenn ihr das von allein nicht schafft, dann geht zu einer Drogenberatungsstelle und holt euch dort Hilfe. Die Leute werden euch dort freundlich empfangen, da zeigt euch keiner an, ihr braucht keine Angst haben. Niemand wird die Polizei informieren. Ja?
Aber wenn ihr euch keine Hilfe wollt, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn der nächste Rückfall schon um die Ecke wartet. Ist so. Bis dahin, peace out.